Der Mann, der niemals eine Frau sah. Dieser Mann lebte für 82 Jahre abgeschottet auf einer Insel und sah nie eine Frau. Und nein, ihr denkt jetzt vielleicht, er war blind, aber das war er nicht. Und das macht die Geschichte so verrückt. Sein Name ist Mihailo Tolotos. Er wurde 1856 geboren und hat einen schweren Start ins Leben, da seine Mutter starb, als er nur 4 Stunden alt war. Weil niemand wusste, wer seine Familie ist, wurde ein paar Mönchen anvertraut, die ihn in ein Kloster auf dem Mount Athos mitnahmen. Aber wieso sah er nie irgendeine Frau? Weil Frauen im Mount Athos nicht erlaubt waren und das seit 1000 Jahren schon nicht. Ein Gesetz, das 1056 erlassen wurde, verbannte Frauen und Tiere vom Mount Athos. Sogar noch heute ist es Frauen nicht erlaubt, sich der Küste auf 500 Meter zu nähern. Das Gesetz existiert, um sicherzustellen, dass die Mönche ihr Zölibat, also ihre Enthaltsamkeit, bewahren. Mihailo Tolotos wurde selbst ein Mönch und verließ in 82 Jahren nicht einmal den Berg. Als er starb, bekam er eine besondere Abschiedszeremonie, weil die Mönche glaubten, dass er der einzigste Mensch auf der Welt war, der nie eine Frau gesehen hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich mega freuen.